Ja, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo armseliges Österreich. Der Roman sitzt heute nicht neben mir und wir haben eine etwas sonderbare Kameraposition vermutlich. Das ist der Tatsache geschuldet, dass der Roman über die Feiertage bei Verwandten war und dort sehr zu seiner Schande, man müsste ihn schelten, seine Kamera vergessen hat. Das heißt, die kommt auf den Postwege in den nächsten Tagen. Mein Spruch, einmal mit Profis arbeiten, wäre wünschenswert, ist damit aktueller denn je. Egal, schwurbeln ist halt so. Der Roman hat inzwischen unbequeme Position eingenommen und filmt mich mit dem Handy als Ersatz für seine klassische Kamera. Ja, wir sind inzwischen erfolgreich im Jahr 2024 angekommen. Erfolgreich, dass wir heute einfach kalendarisch dort sind. Sonst geht's in der Alpenrepublik heiter weiter wie bisher. Österreich ist ja meiner Meinung nach ein bisschen korruptes, ein wirtschaftlich absteigendes und ein ziemlich vertrotteltes Land. Das zeigt ja aktuell auch die Tatsache, dass die Inflation in Österreich die zweithöchste im EU-Raum ist. Lediglich die Tschechei ist noch höher, aber er macht ja nichts. Der Roman hat, ich hätte einmal gesagt, etwas ausholend, etwas langatmig, aber was die Fakten angeht, doch sehr präzise ein Silvestervideo hochgeladen und einen Ausblick auf das Jahr 2024 und was weiter so passieren wird gegeben. Ich möchte an dieser Stelle sagen, alles, was er da so prognostiziert hat, hat sich von langer Hand abgezeichnet und wird auch heiter weitergehen, möchte aber trotzdem gleich mal einen kleinen Ausblick ins neue Jahr geben. Bei uns werden sich einige Dinge gravierend ändern und das ist nicht nur, dass wir das Intro fürs Jahr jetzt mit der Handykamera machen müssen, sondern wir werden generell ein paar Dinge ändern, einfach weil der Erfolg der letzten 3,5, bald 4 Jahre meinem persönlichen Anspruch nicht unbedingt zu Genüge reicht. Und um was es da alles geht, werdet ihr sehen. Jetzt gibt es einfach einmal einen schnellen Ausblick. Zur Erklärung, heute haben wir Heilig Drei Könige. Das merkt man daran, dass ich so eine nette Postwurfsendung hatte. Roman wird ranzoomen, das heißt, er verbiegt sich. Da steht drauf, dass quasi Kaspar, Melchior und Balthasar da waren. Haben nicht geläutet bei mir, finde ich sehr nett. Sie bitten aber trotzdem für eine Spende für die Menschen in der dritten Welt. Das kann inzwischen eh Österreich auch sein. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur meine persönliche schwurbelige Meinung. Und ja, es steht da quasi weiter, dass die strengen Finanzkriterien der katholischen Jungscher geben ihnen die Gewissheit, dass ihr Geld sinnvoll verwendet wird. Natürlich. Und darunter steht dann auch noch, dass man Spenden laut Bundesministerium für Finanzen seit 2017 quasi da in irgendeiner Form elektronisch übermittelt von der Steuer im Arbeitnehmerveranlagung, sprich Steuerausgleich, absetzen kann und dazu bräuchte die Kirche, sprich die Jungscher, dann Geburtsdatum und Vor- und Nachnamen laut Melderegister. Ja, sicherheitshalber ist auch gleich ein Erlagschein dabei. Ich werde nicht spenden, ich lebe schon in der dritten Welt und schwierig ist es. Silvestervideo haben wir dieses Jahr gemeinsam keins gemacht. Wie gesagt, das hat der Roman etwas langatmig, aber mit Fakten vollgestopft selbst gemacht. Der Grund ist, ich hatte mal wieder das Vergnügen, dienstlich ins neue Jahr zu kommen. Wer wissen will, wie fulminant Silvester 2023 auf 24 ausgesehen hat, kann dabei einmal von unserem sehr geschätzten Kollegen von Mundus24 das Video anschauen. Der Roman wird es verlinken. Oder sich das sehr lustige Video von München heute, oder da müsste ich jetzt echt schwurbeln, von irgendeinem am Münchner Handyfilmer sagen, der einen Titel hat, Silvesterfeuerwerk von der Festung. Ja, Deutsche halt, ne? Das
gab kein Feuerwerk auf der Festung, sieht man auch in seinem Video. Generell ist Silvester dieses Jahr sehr ins Wasser gefallen und damit meine ich nicht nur den trockensten Regen, der seit 125.000 Jahren mal wieder gefallen ist, sondern die Tatsache, dass es von Jahr zu Jahr weniger wurde und dieses Jahr eigentlich nicht nennenswert war. Aber das ist natürlich auch nur meine lang gediente Gastro-Meinung in Anbetracht des schlechten Befüllungszustands der Kneipen, was sicher auch, wie der Roman in seinem Video schon erklärt hat, der Teuerung geschuldet ist. Kleiner Ausblick, wie gesagt, aufs kommende Jahr. Heute, wie gesagt, der 6. Jänner 2024. Montag, den 8. ist in Deutschland Generalstreik. Der Roman wird da ein kleines Bildmaterial dazu einblenden. Weiters ist am Abend vom Herrn Schutte, den ihr ja schon vom Vortrag von Ernst Wolf als treuer Seher von CryptoTV kennen solltet, ein Vortrag vom Herrn Krall wieder in Hallwang. Wir würden den sehr gerne dokumentieren, aber wir vermuten mal, dass die Kamera bis dahin noch nicht aus der Steiermark da ist. Asche auf Romans Haupt bzw. auf die österreichische Post, die das wahrscheinlich nicht so schnell hinkriegen wird. Wie gesagt, mein Spruch bleibt einmal mit Profis arbeiten, aber der wird mir wahrscheinlich auch 2024 verwehrt bleiben. Macht nichts, 2024 wird ein super Wahljahr in Österreich und EU-Wahl und so weiter. Dazu gab es kürzlich in einer Postwurf Sendungs-Gratis-Zeitung, was für ein Wort, einen kleinen Artikel, dass die Gefahr besteht, dass bei all diesen vielen Wahlen eventuell der Wähler irritiert werden könnte und deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass es keine Fake News gibt. Die geneigten Seher und Aufgeweckten von CryptoTV und anderen, wie soll man sagen, Nicht-Systemmedien werden ja schon wissen, wir haben Fuck den Checker und ja, man will jetzt eine künstliche Intelligenz, kurz KI, einsetzen, um gegen so etwaige Fake News vorzugehen. Die Frau Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, das ist die, die den österreichischen Staatsbürgern, wenn sie quasi hier leben, Steuern zahlen, arbeiten, aber keine Impfung genossen haben, den Aufenthalt in ihrem Land, sprich in der Republik Österreich, eigentlich abgesprochen hätte, sage ich jetzt nichts dazu, hat das für eine gute Option gehalten. Ja, was man für gute Optionen von Frau Caroline Edtstadler so sagen sollte, spare ich mir jetzt an und werde jetzt ein bisschen sentimental, nachdem, wie gesagt, der Roman über die Feiertage nicht da war, ist zum einen das vielfach angekündigte Führer-Wunder-Guru-Video noch nicht online und es hat ein bisschen gedauert, das ist auch mir mitgeschuldet, unser Vorweihnachtsvideo online zu kriegen und das holen wir jetzt, damit wir nicht gleich wieder nur mit schlechten Nachrichten anfangen nach und der Roman an der Handykamera und ich wünschen viel Spaß. In diesem Sinne, Rock'n'Roll. Jo, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo armseliges, weil unbelehrbares Österreich. Wir stehen hier heute vor der Restmenge des wärmsten und nassesten Schnees seit 125.000 Jahren, den der trockenste Regen seit 125.000 Jahren noch nicht weggewaschen hat. Davon wird es heute noch was geben, deswegen steckt da mein Schirm. Hinter uns haben wir das Rockhaus. Ich habe nämlich in dieser Woche ganz, ganz viel gelernt. Zum einen habe ich gelernt, dass die meisten Seher von CryptoTV zustande kommen, wenn man irgendwas Blaues macht, deswegen das blaue Rockhaus. In diesem Sinne Herbert, Herbert, Herbert. Es ist wahrscheinlich Romans Mitschuld, der heute übrigens wieder an der Kamera ist, weil er das große Führervideo noch nicht fertig hat, das ich irgendwann mal angekündigt habe.
dass die Österreicher immer noch so versessen drauf sind, von irgendjemandem aus der Krise geführt zu werden, wie einst das israelitische Volk von Moses. Aber ja, gut, über das israelitische Volk wollen wir jetzt nichts reden, weil sonst haben wir da so Tunnelgeschichten wieder hinten. Ihr wisst ja, Gaza ist immer noch Thema. Weiteres Thema ist natürlich auch noch bald 2 Jahren immer noch die Ukraine, in der es dank Klimawandel übrigens auch Schneefälle gegeben hat. Alle, die das nicht glauben wollen, schauen sich einfach den sehr guten und passenden Beitrag von Dr. Ferdinand Wegscheider an, der Roman wird es verlinken. Auch Gerald Groß hat sich hier ein bisschen zum Thema ausgelassen, frei nach dem Motto, wenn es schneit, ist Weihnachten nicht weit. Damit sind wir dabei, dass wir natürlich auch ganz viel tolle Feste der Christenheit wieder hatten. Ihr wisst, Religion ist Trumpf. Man verachtet zwar die der anderen, aber den langbärtigen Mann, der zum 6. Dezember als türkischer Bischof kommt, den feiert man. Die Jungfrau hat man auch gefeiert. Der Handel war zum Teil zu. Können wir uns aktuell wirtschaftlich auch ganz leicht leisten. Ja, wie gesagt, klimatisch sind wir natürlich weiter am Sterben, nur dass uns jetzt natürlich die Greta das nicht mehr erzählt, weil die hat ja, how dare you, gewagt, den Völkermord in Gaza als solchen zu kritisieren. Und wir wissen ja, Meinungsfreiheit ist ja nicht so Thema, auch wenn wir heute ist der 11. Dezember 2023, gerade mal einen Tag des Weltmenschenrechte-Tags hinter uns haben. Der ist in Österreich erwartungsgemäß relativ unspektakulär, sprich unbeobachtet und unbemerkt verstrichen. Gut, unser Van der Bellen schweigt sich ja grundlegend ganz gern aus, und wenn er was sagt, dann sagt er, hey, irgendwas, was nicht unbedingt gut ist. Zum Klimawandel hat er sich geäußert, dass es nicht mehr viel Zeit ist, ja, na klar. Ne? Ich habe auch jetzt so, wo der Wind pfeift und ich mit 2 Jacken da stehe, auch das Gefühl, ich werde bald wieder versterben. Und nachdem es eh keinen Sinn hat, WHO-Zettel aufzuhängen oder irgendwas anderes zu tun, weil, wie gesagt, das österreichische Volk ohnehin unbelehrbar ist. Es geht von der Politspitze, wo unser Gesundheitsminister wieder Masken empfiehlt und die Österreicher auch wieder Masken tragen, wie OE24 berichtet hat. Verloren, weil, wie gesagt, selbst wenn wir jetzt dann bei der nächsten Wahl den Volkskanzler wählen, den der Van der Bellen dann nicht angeloben will, Demokratieverständnis eines Bundespräsidenten, dann haben wir immer noch das Problem, dass die Wahlbeteiligung, und das war auch eine Erkenntnis der letzten Zeit, wahrscheinlich fulminant ein Griff ins Klo ist. Warum ich das erwähne? Ganz einfach, die Salzburger, also meine netten Mitbewohner im Kulturdorf an der Salzach, sprich der Mozartstadt, hatten ja unlängst, der Roman und ich haben ein Video dazu gemacht, die Chance, sich zum Esslink-Projekt zu äußern. Ja, von 113.000 und ein bisschen was stimmberechtigten Salzburgern sind gerade einmal ein bisschen über 20% dem nachgekommen. Das heißt, das Demokratieverständnis der Österreicher ist nach wie vor irgendwo zwischen Goschenhalten, Händfalten und die Linke hinhalten, wenn es auf die Rechte gibt oder andersrum. Und in dem Sinn mache ich jetzt einfach da romantisch mit dem wärmsten und nassesten Schnee seit 125.000 Jahren einfach Schluss für heute, und wir gehen jetzt ins Blau-Milch-Mini-Podcast, weil nämlich heute Blue Monday ist. Das hat also nichts mit der FPÖ zu tun. Und wir gönnen uns da ein bisschen Blues und ein bisschen Rock'n'Roll, weil Zettel zur WHO und ähnlichen verteilen oder Videos machen, hat ja in dem Land, wie gesagt, eigentlich eh keinen Sinn. In diesem Sinne hätte ich da mal gesagt, genießt eure ungemütlichen Weihnachten, es ist ja schließlich Advent. Und natürlich die gemütlichen, ich bin ja nicht der Zweitkanzler. Vom Erstkanzler distanziert sich übrigens gerade, wer hätte das gedacht, im U-Ausschuss der Schmidt, obwohl er doch einst gesagt hat, er liebt seinen Kanzler Bussi. Naja, wie gesagt,
der Österreicher und seine charakterliche Festigung, ganz besonders in politischen Ämtern, ist eigentlich jetzt nicht besonders überraschend. Sei es wie es sei, wie gesagt, wir machen jetzt da ein bisschen Musik und der Roman wird dieses Video dann natürlich auf Rumble stellen, weil es bei YouTube nicht geht. Und ja, wie gesagt, euch eine besinnliche Adventzeit. Ihr wisst ja, Advent ist die Zeit der Ankunft. Ja. Und das, was da kommt, ist quasi mit 1.1. eine ORF-Haushaltsabgabe, ist dann eine Bargeld-Obergrenze. OE24 hat dazu bemerkt, da wird es so um die 7.000 bis 10.000 Euro geben. Hat eh kein Österreicher mehr, weil im Moment ist ja Advent das Geld verbrennt. Und ja, dann geht es eigentlich weiter, dass man wahrscheinlich den WHO-Vertrag ratifiziert. Dann kommt irgendwann ein Verbot für Verbrennermotoren. Das ist auch höchst angebracht, weil während nämlich die Deutschen, wo Annalena Baerbock, ihr wisst schon, die 560 Tage im Jahr für die Ukraine steht und hofft, dass Putin eine 360-Grad-Wende macht, ja jetzt etwas enttäuscht vom Klimagipfel COP28 ist. Auch den hat Dr. Ferdinand Wegscheider und Gerald Groß zum Thema gehabt, Roman wird es verlinken. Nicht weit genug geht. Wer hätte gedacht, dass man, wenn man in ölfördernden Ländern übers Klima debattiert, eventuell keinen Ausstieg aus der fossilen Energie bekommt. Da, wer hätte es gedacht. Aber die Hauptsache ist, sie waren alle mit dem Privatjet da, während es bei uns geschneit hat, um uns zu erklären, wir werden verbrennen. Soweit, so gut. Christbaum stelle ich keinen auf, weil der ist verboten. Wie gesagt, im Land von Annalena hat man ja jetzt wieder gezeigt, wie unglaublich toll das mit dem Green Deal und der Klimawende läuft. Mainz hatte einen Blackout, zum Teil über mehrere Stunden und die damit verbundene chaotische Situation. Ui, plötzlich und unerwartet ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht im Hintergrund. Ich hoffe, der Roman hat es noch mit drauf. Egal. Und ja, im Gegenzug hat dafür in Krefeld, oder tut es vielleicht sogar noch immer, eine Lagerhalle mit 1200 Elektroscootern gebrannt. Da Roman wird auch den Artikel verlinken. Ich glaube, das ist wunderbar fürs CO2-Klima. Und nachdem ich jetzt beim Reden wahrscheinlich selber so viel CO2 ausgestoßen habe, obwohl der wärmste und nasseste Schnee seit 125.000 Jahren trotzdem nicht weggetaut ist, gehen wir jetzt einfach rein, weil der Roman zittert auch schon ein bisschen im Wind. Und wir haben auch echt mal was anderes zu tun, als euch zu bespaßen, dass ihr euch dann denen anschaut, ihnen teilt, weil ihr ja quasi auf der Couch sitzt. Ihr wisst ja, Österreich ist ein Land von Kleber. Die einen kleben an ihrem politischen Sessel, die anderen kleben auf der Straße, wenn es denn nicht gerade den wärmsten und nassesten Schnee von seit 125.000 Jahren drauf hat. Und der Rest klebt bequem und faul mit seinem Arsch auf der Couch. Wir machen das nicht, wir setzen uns in Bewegung. Wir gehen jetzt ins Blaue Rockhaus. Viel Spaß! Seid begrüßt. Ja, kleiner Merch. Die haben da Sticker. Die kann man dann quasi auch irgendwo hippen. Schuldwein oder Passanova, ich sag es dir. Aber auch tolle Farbe für das Blättelchen da. Ja, ja. Rockhaus. Ein bisschen rot. Geiler Scheiß, ne? 10 Euro, ja, das ist so kein schlechter Preis. Thank you.
a fortune. She makes a lot of money. I'm not too worried about her. Tell boy. Das ist immer so schön in der Kulturstadt, gell? Da muss man pünktlich ins Bett. Schau, die wollen alle haben. Das kannst du nicht sein. Ja. Dann nehmen wir noch. Ja. Ja, was kommt denn in die Küche? Was in die Küche kommt. Also die nehmen wir mal auf alle Fälle, weil es einfach der beste Schnitt für euch ist. Was muss ich denn zahlen, wenn ich rein theoretisch alle drei nehme? Ja, die haben ja, aber nur wenn es Bares ist. Ja, natürlich. Bares ist Bares. Ich bin ein großer Fan von Johnny Cash, das war ein frisches Maß. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, aber ihr müsst es mit dem vom guten Mama Mikro besprochenen Gewichtfluss einrechnen. Dafür, dass ihr kein Elektroauto habt, hat keiner nichts. Haben wir 40? Also dann nehmen wir mal alle drei auf die Stühle und dann anschauen wir uns alle wieder drauf. Jawohl. Den habe ich wirklich Geld genommen. Ja, aber das? Ja, oder mit Karabas? Nein, ja, oder? Was ist die rock'n'rolligste Scheibe von euch? Das ist die aus dem Soundstudio. Das ist die aus dem Soundstudio, wie man am Logo erkennt. Ja, natürlich, dann werden wir uns die bestellen. Das ist ja so teuer, 4 Songs 10 Euro, weil dann musste man den Flug einbezahlen. Wobei ich hier bei Münsteraner eigentlich gedacht habe, ihr seid vielleicht mit dem Fahrrad da. Ja, aber der Bassist und der Schlagzeuger sind halt nicht warm. Vielen Dank. Danke. Viel Spaß damit. Ne? Dann bis hoffentlich bald mal wieder in Salzburg. So, heute ist der 11. Gestern war Tag der Weltmenschenrechte. Heute ist Tag der guten Musik im Rockhaus. So, wer folgt bitte? Du folgst mir jetzt noch ganz kurz, weil wir haben ja vorher ein nettes Intro. Aufgrund der im Intro erwähnten Teuerung ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ich arbeite hier von Zeit zu Zeit. Also die wirklichen Seher von Romans Videos werden es wissen. Und deswegen weiß ich jetzt, wir haben hier eine Damentoilette. Und wir haben hier eine All-Gender-Toilette. Also ich mache das nur mit Licht. Unbedingt. Ja? Da ist ja her. So. Und da können die Katzen aufs Klo gehen. Haben sie das Sandstreu ausgelegt? Nein, das haben wir noch nicht. Aber es ist schön, dass du das ansprichst. Da gibt es nämlich ein lustiges Video vom
Alexander Rauer in seinem Vermietertagebuch. Der Roman wird es verlinken, was das mit Katzenklos auf sich hat. Jedenfalls, beim Intro haben wir ja schon festgestellt, die Klimahysteriker-Deppen haben vom selbstverliebten Gerede ihr Fett weggerückt. Wisst ihr, alles klar, der wärmste und nasseste Schnee und so weiter, eh schon wissen. Die ja, auf der Couch gebliebenen haben ihr Fett weggekriegt. Und irgendwann hat mir letzthin einer erzählt, naja, ich bin ja auch ein schöner Depp, immerhin ein schöner, wenn ich natürlich immer glaube, dass Klima und Wetter das Gleiche sind. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich habe mir dann gedacht, naja, das verstehe ich. Klima und Wetter haben nichts miteinander zu tun, oder Wetter und Klima, wie immer man das sehen will. Und dementsprechend haben wahrscheinlich auch Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung nichts zu tun. Und dann bin ich draufgekommen, in Zeiten, wo wir Gender-Toiletten haben und jeder alles sein kann und Markus Ganserer eine Frau ist, ist es wahrscheinlich so. Alle, die jetzt nicht wissen, wer Markus Ganserer ist, der schaut sich das einfach an, weil ich hier nicht immer alles erklären muss, bin ja nicht der Erkläronkel der Nation, dafür gibt es ja die guten Menschen und die Systemmedien. Der schaut sich an den Beitrag von Gerald Groß, der hat es lang und breit aus baldowert. Ich sage einfach nur so viel, es ist ein bisschen was Grünes. Mhm. Da muss ich mich jetzt natürlich entschuldigen, weil man darf ein bisschen was Grünes nicht sagen, weil dann würde man vielleicht das Geschlecht irgendwie falsch darstellen. Schaut euch das beim Groß an und bildet euch selber eine Meinung. Wir sind hiermit jetzt raus, nämlich aus dem Rockhaus und aus dem heutigen Abend. Und wünschen, wie gesagt, ganz, 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 ganz viel Liebe und besinnliche Weihnachten und immer schön fest im Glauben verankert bleiben und ja, beten, wegbeten, Power meditieren, läuft. Bis zum nächsten Mal. Und schön ordentlich bleiben am Klo, gell? Ja, wobei ich sagen muss, ganz angekommen ist es ja noch nicht. Ja. Für die Damen haben wir natürlich einen großen Aufhänger, also noch da haben wir nicht dran schaut. Ne? Der fällt da hin. War sehr, sehr gut. Hat gut gefallen. Ich habe drei Tonträger von euch erworben. Ist gut. Seid wert ihr so lieb, das Originalplakat. Ja, aber der fällt sehr klein aus. Ja, ich habe gesagt, der fällt klein aus. Ich will den mal kurz. Spiel den mal an. Was? Aber ich konnte schon. Probier den an. Ich finde aber auch ein Stück eingemacht. Nein, mach mal. Der Vorschau, das gefiel. Das eine ist gefiel. Das Feeling gefiel. Ja. Okay. Sonst, wenn er nicht passt, kannst du mal anschauen. Wie gesagt, probier den jetzt an. Probier den mal an. Ja, ja. Das besser jetzt als das auch. Jupp, das ist für ihn. Ja, okay. Nur die Stimme jetzt. Doppelt gemoppelt. Sonst weint wieder einer, wenn einer kein Plakat hat. Dankeschön, Dankeschön. Du war viel Trainer, da bist du falsch. Magst du mal ein Pullover unterschreiben? Recht herzlichen Dank. Kann aber nie wieder waschen. Ja, ich hab hintenrum die Mutter. Ist Wasser, ich hab hintenrum die Ölstreifen von der FC, das passt schon. Dann passt es. Mach mal unten drauf. Ja, danke. Ich war auch schon mit meinem ganzen Wort mit drin. Danke, Mann. Ja, danke dir. Bei der Stimme. Wie gesagt. Da habe ich echt aufgefallen. Ah, danke schön, danke fürs Kommen. Der junge Mann hinter dir, glaube ich. Ah, jetzt ist er weggerannt. Ja, ist ein Pfund. Wo ist er? Oh, da ist er. Tonic, lauf! Oh, einmal noch einen guten Pass bitte drauf. So, ja, dann auf jeden Fall. Recht herzlichen Dank. Ja,
Sie hier waren vor einem Jahr schon hier und man kann euch hoffentlich in spätestens einem Jahr wieder erwarten. Schön mehr, also wenn wir dürfen. Ja, vom Haus aus mit Sicherheit. Bis Montag kann man euch auf alle Fälle nehmen. Guck mal, wir spielen überall, wo wir uns lassen. Solange ist die Grenzen ja, nicht dicht sind. Ich wollte gerade sagen, ist ja aktuell gar nicht so einfach. Es gibt da ja so lustige Sachen, dass man mit so einem Auto, das so viel schluckt, oder zwecks anderer Sachen gar nicht so lustig irgendwo rumfahren darf. Ja. Nein, ich hoffe, euch bald mal wieder zu sehen. Ja, klar. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt in der unglaublich spannenden Mozartstadt. Vielen Dank. Ciao. Bitte. Corona schützt den Hals. Ja, genau. Corona extra. Ne? Es wird leider Gottes von der Firma Corona nicht mehr produziert, weil die machen jetzt nur noch Merchartikel mit Nachhaltigkeit. Schlauchschal. Ich habe keinerlei Ahnung, was an einem Baumwollbandana gedruckt jetzt weniger nachhaltig ist, wie an einem Baumwoll-T-Shirt bedruckt. Ja, aber das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass ich ein bildungsferner... Der Schlauchschal ist ja weniger Baumwolle, da kommt man sehr synthetisch vor. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob sie den noch produzieren, aber Tatsache ist, also diese Bandanas werden nicht mehr gemacht und ich habe das irgendwie sehr spannend gefunden und mir gedacht, mein Schau, Christbaum, mein so schön, mit ganz viel Liebe. Und damit sind wir jetzt wirklich aus, weil jetzt ist es ein bisschen kitschig.